Leiste? Herr, es ist an der Zeit, euch näher zu erklären, wie ihr ein böses Territorium regiert. Lass mich mal! Nicht drängeln! Ich habe Diagramme, Pläne und eine Tasse Tee. Kommt herein. Also ihr nehmt und ein wenig. Dann drückt ihr. Hier vernichtet ihr. Nehmt etwas Spitzes. Genau hier rein. Mit voller Kraft. Genauso geht es, Herr. Viel Glück. Ja, ich glaube, für mehr Action hätten wir besser die Vanessa genommen, ne? Aber ja, es ist so, wie es ist. Hier sind wir zurück zum Teil 18, glaube ich, sind wir schon. Der Sprengmeister von Wilfried Wanst. Der Anführer der Meute, der große Meister, er ist der. Ja, da fiel mir ein, dass ich euch die Arena eigentlich noch gar nicht gezeigt habe. Und ich habe jetzt natürlich so ein bisschen Gegner herausgesucht. Die ein bisschen spektakulär aussehen. Wenn man leichtes Farmen möchte, dann nimmt man am besten die Käfer. Die Kampfkäfer, Blendkäfer, Magma- und Smaragdkäfer. Damit kann man ganz schnell seine Schergennester auffüllen. Ne? Und die hier... Die sucht man sich aus, wenn man mal so eine Herausforderung will, wenn man da mal Bock drauf hat. Aber man muss schon aufpassen, ne? Also wenn man von denen erwischt wird, dann ist man auch ganz schnell erledigt. Sind also mit die gefährlichsten Gegner, die man bei Overlords findet. Weil so schnell drauf geht man eigentlich bei den anderen nicht. Und hau den Lukas. Und die Feuerschergen sind immun. Die sind gefährlich. Sind gefährlich, die. Diese Zwergtornister. Na, wollt ihr noch einen sehen? Ja, ne? Gut, einen zeige ich euch noch. Er ist der Anführer der Meute, der große Meister. Er ist der. Na, die kennen wir doch irgendwo her. Ja, im rollenden Zustand sind die auch nicht ohne. Und das Schöne ist, sie liefern unterschiedliche Seelen. Blaue, rote, grüne, gelbe. Aber man muss aufpassen, dass man hier nicht alle aktiviert. Sonst hat man ganz schnell ein Problem. Ja.
sehr gut. Ah, 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 ah. Nicht alle auf einmal. Das ist scheiße. Wie beim Bowling hier. Nur die Kegel sind unsere Schergen, die wir denn unnütz verlieren. Sehr schön. So, einen haben wir noch. Wenn man da nicht aufpasst, dann hat man ganz schnell ein paar Schergen weniger. Muss ja nicht sein. Ja, die sind zwar nicht ganz so leicht, aber immerhin, man bekommt unterschiedliche Seelen. Hat ja sehr schön geklappt. Ja, in der Arena kann man auch ganz schnell sich seine Schergennester so zurechtfarmen. Das klappte doch ausgezeichnet. Ja, mein Schwert habe ich auch schon aufgeforstet. Ja, und habt ihr euch schon gefragt, wie man darüber kommt? Ich habe mir vielleicht am Anfang darüber den Kopf zerbrochen. Was macht man hier? Wie kommt man da hin, um dieses Rad zu drehen? Ja. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ein paar blaue zu nehmen. Aber kann ich mich jetzt auch an die Stelle erinnern, wo sie ins Swimmingpool kommen? War das noch? Ah, na. Ihr wisst ja, ne? Der Vorführeffekt. Der Vorführeffekt. Nein, aber hier vorne war das, ne? Ja. Komm. Zack. Wir brauchen auch nur 3 Stück reichen. Und dann zieht sich die Brücke rüber. Und ehrlich, man bekommt keinen Scheißhinweis darauf, ne? Das ist, da musst du irgendwie selber drauf kommen. Das ist nicht so wie bei heutigen Spielen, wo du jedes Mal den Arsch abgewischt kriegst, ne? Dann hier musst du jetzt, das musst du jetzt machen und da ist noch eine Quest offen, ne? Es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo das nicht so ist, ne? Hier muss man auch ohne Map auskommen. Das geht alles ohne, sagten sich Codemasters 2007, ne? Wenn man es weiß, dann ist das auch gar nicht schlimm, ne? Aber wenn man da so als Neuling reinkommt, oder als Wiedereinsteiger nach über 10 Jahren, da muss man noch seine Gehirnzellen doch ein bisschen aktivieren und ein bisschen herumschauen. Schlimm ist das nicht, ne? Also, komm, gib mir. Die Helme sahen so ein bisschen aus wie aus dem Ersten Weltkrieg, ne? Die deutschen Helme. Zwar nicht mit Pickel, aber mit Flügel. Suche noch immer ein Turmportal her.
Zwerge sind echt kein Problem. Bis auf den da, ne? Den Feuerwerfer, den hatten wir ja erst in der Arena. Ne? Der kann ganz schnell unangenehm werden. Da kommt noch ein Gimli. Das neue Schwert ist echt gut. Also das hat wirklich Power. Ab in die königlichen Hallen. Ja, was los? Ja, an dieser Stelle braucht man auf jeden Fall rote Schergen. Die eigentlich immun sind, es sei denn, sie kommen unter Trümmern, dann ist das natürlich für den Arsch. Was war das denn? Naja, und so weiter. Das muss Goldo sein. Genau, und jetzt kommt nämlich seine Hauptattraktion. Und bitte recht freundlich. Das ist so ein geiles Teil. Die Feuerwalze. War das nicht mal ein Titel mit Chuck Norris oder so? Aber das Teil ist doch Hammer gemacht irgendwie, ne? Das ist irgendwie... Vielleicht sogar... Boah, meine ganzen Schergen sind draufgegangen. Wunderbar. Oh nein. Aber ich finde, es ist so... Vielleicht mit die der originellste Endgegner, sag ich mal. Also... Und jetzt kann ich zusehen, dass ich den so klein krieg, auch ohne Schergen. Ja, er kann sich nicht so schnell drehen. Das ist sein Verderb. Das ist sein Manko. Jetzt will er es wissen. Jetzt planiert er. Dreh dich. Ja, und das ist eigentlich des Rätsels Lösung. Mit den Schergen nimmt man eigentlich die Bomben auf.
und bekämpft ihn damit so nach und nach. Ja, da wir jetzt keine Schergen mehr haben, muss ich das eben so per Hand machen, ne? Aber wir haben ihn gleich. Wow. Sein Spielzeug ist kaputt gegangen. Armer Goldo. Da ist er ja. Der Fahrer. Tja, Goldo, nu? Ist nichts mit Chuck Norris, ne? Seht euch die böse Energie an. Ja, hat doch prima geklappt. Auch ohne Schergen. Goldos Schatz, ihr solltet diesem Gold ein schönes Zuhause bieten, Herr. Ohne die Frauen wäre die Rasse der Elfen in diesem Land vollständig ausgemerzt. Keine Elfen mehr? Ach, was für eine Freude. Wir sind die Letzten. Lasst die Elfen nicht in Vergessenheit Meister, geraten. Alles bricht zusammen. Das Gold oder die Elfen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ohne die Elfen wäre das Land eigentlich viel besser dran. Oh, soll ich das Gold nehmen? Na? Ohne Schergen kann ich schon mal gar nichts. Da holen wir mal ein paar nach. Und, soll ich das Gold nehmen? Bin ich so ein fieser Möb? Nein, bin ich nicht. Es sind ja Elfenfrauen, deshalb. Ich bin zu gut, ich weiß. Dass ihr es wert waren, all das schöne Gold zurückzulassen. Jetzt macht, dass ihr da rauskommt. Ja, das war auch einer der Entscheidungen, ob man 100% böse wird oder ein guter Overlord. Wollen wir mal hoffen, dass ich mich richtig entschieden habe. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde.